Bioorganische Waffen sind eine globale Bedrohung allen Nationen zusammen. Wir tragen die Wahrheit ans Licht. Ich werde alles, um die Fakten offenzulegen, verursacht auf es wird Zeit fahren. Wenn wir überhaupt eine Chance. Ihre Freundschaft war mir immer wichtig. Bleiben Sie, wo Sie sind. Herr Präsident! Zwingen Sie mich nicht. Ich habe das getan. Was meinen Sie damit? Die Tall Oaks Kathedrale. Ich erkläre Ihnen alles dort, Agent Kennedy. Woher kennen Sie meinen Namen? Ja? Hannigan. Zum Glück sind Sie beide okay. Woher kennen Sie beide sich? Das ist Helena Harper. Sie ist seit letztem Jahr beim Secret Service. Ich bin so erleichtert, dass es Ihnen beiden gut geht. Also, ich möchte nicht unhöflich sein, aber ich brauche Ihren Lagebericht. Ich habe den Präsidenten erschossen. Phoebe war schon infiziert, als wir ihn gefunden haben. Leon, er hatte keine andere Wahl. Er hat mein Leben gerettet. Gott, steh uns bei. Okay, ich erstatte Bericht. Und Sie machen, dass Sie da sofort wegkommen. Der Virus hat sich schon 3 Meilen über den Campus hinaus ausgebreitet und lässt sich nicht aufhalten. Beeilen Sie sich. Zuerst müssen wir zur Tall Oaks Kathedrale. Agent Kennedy hat da eine Spur, die uns vielleicht zeigt, wer hinter all dem steckt. Leon, ist das wahr? Ja. Ich glaube, ich habe da was. Verstanden. Ich suche den sichersten Weg hinaus. Bleiben Sie auf Empfang. Ich habe eine Spur? Wenn Sie mit mir kommen, schon. Adam, es tut mir leid. Was ist das Besondere an dieser Kirche? Wollen Sie ein paar Sünden beichten? Es ist kompliziert. Wenn ich es nicht in der Kathedrale erzähle, glauben Sie mir nicht. Sie werden mir alles erzählen, wenn wir bei der Kathedrale sind. Okay? Okay. Helena. Okay. Wenn Sie einen sehen, zielen Sie am besten auf den Kopf. Verstanden. Hier sollte der Empfang stattfinden. Jetzt wäre gerade das Dinner serviert worden. Ob es Überlebende gibt? Ich hoffe es.
unfassbar, dass sich alles wiederholt. Es ist wie in Raccoon. Ja, ich werde es nie vergessen. Wir gehen zu ihrer Kathedrale. Aber wenn sie wirklich was hiermit zu tun haben, war's das mit ihrer Freiheit. Ich weiß. Was war das? Finden wir es heraus. Gehen wir. Da hinten. Hey. Okay. Halt! Nicht schießen! Alles okay? Der Nebel. Was? Nebel. Wie aus dem Nichts. Liz! Warten Sie! Lassen Sie mich! Zu gefährlich! Meine Tochter, sie ist ganz allein, wenn wir nichts tun! Okay, verstanden. Sie können ihr nur helfen, wenn Sie leise sind. Haben Sie kapiert? Liz. Ist das Ihre Tochter? Gut, suchen wir sie. Leon, wir haben keine Zeit, Wir nehmen uns die Zeit. Liz, wo bist du? Sie haben Angst. Wer hat das Licht ausgemacht? Aufpassen. Sie finden. Werden wir. Folgen Sie uns. Vielen Dank. Liz! Liz! Zeit uns wohl noch bleibt, bis diese Leichen auferstehen. Antworte mir. Hier ist Daddy, Liz.
alles okay? Ja, wenn ich nur meine Tochter finde. Wir wurden am Handy unterbrochen. Sie muss hier sein. Ganz sicher. Wir müssen den Aufzug wieder in Gang setzen. Ich arbeite hier. Ich habe die Schlüssel dafür. Wenn wir da sind, nehmen wir mein Auto. Danke. So, finden wir Liz und verschwinden von hier. Liz? Liz, bist du das? Papa, wo sind Mama und Liam? Sie sind schon draußen. Sie warten zu Hause auf uns. Wie kommen wir hier raus? Die unterirdische Parkgarage. Ist da vorn. Hoffentlich funktioniert er noch. Räumen wir das aus dem Weg. Wie gut, dass Sie hier waren. Alles wird gut, Lissy. Du kommst wieder in Ordnung. Papa. Wir sind fast da. Liz? Oh,
ist schon tot. Schießen Sie! Aber... Glaubt das nicht. Müssen Sie aber. Entweder Sie oder wir. Und Sie fackeln nicht lange. Warum musste das passieren? Ich glaube, wir sind hier drin nicht allein. Helena, nehmen Sie die Waffe. Lisa, halten Sie sie auf! Das ist wohl unser Signal zum Aufbruch. Sie haben völlig recht. Hey! Dann los. Leon, es ist zu spät. Wir können nichts mehr tun. Sie haben recht. Verschwinden wir von hier. Er sagte etwas von einem Nebel. Wenn dieses Ding gasförmig war, infiziert man sich schon durch bloßes Einatmen. Es hieße, alle auf dem Campus. Ja, aber warum ist es dann so still? Ich habe ein ganz schlechtes Gefühl. Ich wollte nicht stören.
wohl Überlebende gibt? Vielen Dank. Okay. Sie müssen zum Sicherheitstor, um den Campus zu verlassen. Ha ha ha.
Hannigan, das Tor ist verschlossen. Können Sie helfen? Leider nicht von hier. Versuchen Sie es im Mitarbeitergebäude hinter der Tribüne. Da müssten die Schlüssel sein. Lassen Sie den Finger am Abzug. Man weiß nie, was einen erwartet. Hannigan, die Tür ist zu. Wir kommen nicht raus. Ich hab's gleich. Einen Augenblick. Es sind so viele. Das schaffen wir nicht. Jetzt wissen wir, wo die Infizierten gesteckt haben. Campus. Lassen Sie den Finger am Abzug. Man weiß nie, was einen erwartet. Helena. Roger. Hannigan, die Tür ist zu. Wir kommen nicht raus. Ich hab's gleich. Einen Augenblick. Wissen wir, wo die Infizierten gesteckt haben. Beeilung, Hannigan. Wir müssen hier raus. Ich hab's fast. Warten Sie. Nach der anderen.
Helena. Okay. Yeah.